Das Impfen gegen das Coronavirus rollt gerade erst richtig an. Schon gibt es Dämpfer wegen neuer Varianten. Wie kann der Schutz vor dem Coronavirus trotzdem klappen? Die wichtigsten Antworten im Überblick. Schützen die aktuellen Impfstoffe gegen neue Varianten? Experten zufolge schützen die zugelassenen Impfstoffe bislang wohl alle vor schwerer Krankheit und Tod. Dennoch scheint zumindest möglich, dass bei Mutationen der Impfschutz in Bezug auf die Symptomatik etwas sinke und es schwere Verläufe geben könnte. Wie leicht können Impfstoffe an neue Varianten angepasst werden? Sollten Impfstoffe angepasst werden müssen, könnte das insbesondere bei den auf Boten-RNA basierenden Impfstoffen wie etwa von BioNTech und Moderna schnell gehen, in etwa 6 Wochen. Etwa doppelt so lange könnte der Prozess bei Vektorimpfstoffen wie dem vom AstraZeneca dauern. Wie oft muss die Impfung in Zukunft aufgefrischt werden? Das hängt davon ab, wie schnell die Wirksamkeit des Impfstoffs nachlässt, doch dazu fehlen noch langfristige Daten. Es ist vorstellbar, so einige Experten, dass man künftig etwa jeden Herbst nachimpfen muss. Andere sprechen von einem mehrjährigen Schutz. Hilft ein globales Impfprogramm gegen Mutationen? Die Pandemie ist nicht vorbei, wenn Deutschland geimpft ist, sondern wenn die ganze Welt geimpft ist. Sobald in Deutschland aber ausreichend geimpft wurde, sei eine Grundimmunität in der Bevölkerung vorhanden, die es auch neuen Varianten schwerer macht. Wann klappt das hierzulande mit der Herdenimmunität? Herdenimmunität könnte man vielleicht schon im Herbst erreichen. Sollten dann bestimmte Varianten vorherrschen, müssten für sie wohl mindestens 80% der Bevölkerung immun sein. Bis dahin bleiben aber ein weiteres Einhalten der Abstandsregeln und andere Maßnahmen nötig.